Hey, hey, yo, Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einer neuen Verfahren? Wir besuchen das Lila Todos, nein, Super Mario 3D Land für den 3DS, wir spielen es auf einem Emulator, ich habe das Spiel selber, alles gut, willkommen beim Totos. Wir haben hier ein Album vorbereitet, schau. Das sieht viel mystischer aus hier. Genau, und zwar das, ich habe das Mikro so weit weg, Entschuldigung. Das Totos, in dem gibt es eine Sammlung anzuschauen, ein Album mit den Bildern. Und weiter sind wir noch nicht. Es gibt wie viele Bilder? 12. So wie es aussieht, also 12 Welten. Wer weiß. Baba! Tschüssi! Wer weiß, wie viele Welten es gibt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, also mindestens gibt es 8, so viel ich weiß. Und weiter weiß nicht. Oh Gott, was ist das für ein Gerät? Schon wieder gar keine Lust. Da hat man wieder Lust, Peter zu rufen. Und den Rest einfach. Ja, okay, geh weg, Peter. Das ist okay. Wie kann man da hin? Krankes Versteck! Na gut. Ne, man hätte es nicht sehen können, wenn man die Kamera dreht. Man kann die Kamera nicht frei bewegen in dem Spiel. Okay, ganz, ganz oben. Ich darf nichts kaputt machen. Also mal da hochspringen. Okay. Und wieder hinten im Eck nochmal 10.000 Mal hüpfen. Nein? Okay, gut. Dann gehen wir wieder raus und die erste Starcoin haben wir. Wieso ist hier oben ein Chain-Chomp? Geh weg. Gut, ich glaube, ich renne hier einfach mal weiter. Yeah! Woo! Voll konzentrieren. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat, wo man eigentlich hin muss. Wenn man bestimmt eine Starcoin verpasst, das riecht man als. Gut, hier ist nicht die Starcoin, die ist da vorne. Geh weg! Nicht? Doch! Die zweite und zack, hier gibt es ein paar Coins. Und okay, die letzte Starcoin ist ein Toad. Wie unoffensichtlich. Wo landet sie? Direkt hier? Ja, also Toad, gell? Wir alle lieben Toads. Und weiter geht's. Zack. Und ab ins Ziel. Gut, habe ich mich über das Level beschwert? Ah, am Anfang vielleicht mal kurz. Aber das war ja total einfach und hat auch noch Spaß gemacht, das Level. Finde ich super. Okay. Ja, ich habe heute sehr viel Zeit, ich nehme heute extremst viel auf, ich weiß. Es ist immer noch der 22.05. Oh, das ist ein cooles Level. Das hat man im Trailer gesehen. Okay, hier kann man hoch. Stopp, ich wollte das. Dieses Ding haben. Okay, und wie funktioniert das jetzt genau? Ach, ist das so eine Art Treppenbaustein? Ja. Ich sehe nicht, wo ich runterkomme. Gut. Weiter geht's. Das war die erste Star. Genau, das hat man im Trailer gesehen. Diese Szene hier. Wie genial. Gibt's hier was? Nein. Und weiter geht's. Bouncy. Ich glaube, man hat die Szene gesehen. Pschu, ab in den Himmel und um eine kleine Challenge zu bestreiten. Laufen, Mario! Das ist immer die gleiche Challenge, gell? Fällt mir gerade auf.
Zack, ja. Und hier haben wir auch schon direkt den Checkpoint. Also heute gehen wir durch die Level wie ein warmes Messer durch seine Butter. Wir werden sterben. Habe ich was gesagt? Nee, ich kann mich auch nicht erinnern. Alles gut? Alles gut. Okay, aber hier wird jetzt noch irgendwas kommen. Ja, das war so gleichwertig getroffen. Okay, ich glaube da vorne. Nee, ich vertraue jetzt mal darauf, dass ich so gut bin und nicht unbedingt jetzt einen Pilz brauche. Oh! Egal. Nur ein Item! Oh, jetzt mache ich... Das ist Betrug. Gut. Ja, das dachte ich mir. Ja, wir haben das Darkcoin verpasst. Und noch nicht mal an die Zielfahne gekommen, weil ich zu schlecht heute dafür bin. Gut, also, das, es fängt ja super an, aber, Ne, da müssen wir nochmal ran. Also gut, nee, also, nee, nicht gut. Gut ist was anderes. Und gerade habe ich auch noch das Problem mit diesen Skylanders. Die wollen nicht richtig laden. Ich muss mich darum nochmal gleich kümmern. Checkpoint safe. Und jetzt müsste was kommen. Nein. Ich bin auch gesprungen. Unfair. Ich bin tot, ich bin so tot. Ich bin gesprungen. Gut, ich weiß nicht, wo die letzte Starcoin sein soll. Ich bin doch gesprungen, das ist doch nicht wahr. Okay, jetzt sind wir groß an der Stelle. Zack, und jetzt kommen wir doch gut durch. So, und jetzt bloß nicht treffen lassen. Du kommst zu einer Folge Case on Concentration. Haben wir das nicht richtig eingesammelt? Ich weiß nicht, wie man da durchkommen soll. Man kann mit dem Ding irgendwohin mitfliegen. Daraufhin ein Schluck Spezi. Wow. Nicht der Einzige erfindet, dass Mario etwas seltsam. Ich werde zu sterben. Ich glaube, ich bin wirklich der Einzige, der irgendwie so. Jetzt einfach mitfahren. Woohoo!
komplett hinterlistig. Kommt kein Mensch drauf. Was das? Aber trotzdem, amüsantes Level, hat mir gefallen. Auch wenn mein Stuhl jetzt gleich tot ist. Nee, ist alles, ist gut. Ist toll. Ist ein klasse Level. Bumm. Ist das Kuchen? Das Level machen wir noch in der Folge und dann kümmere ich mich erstmal um meine Skylanders. Die warten sehnsüchtig. Das sind Kekse? Das ist Kuchen? Das ist ein Scrolling-Level. Wie kann man nur so ein so schönes Level verunstalten? Entwickler. Au. Was ist das denn? Was ist das denn? Hab ich schon gefragt, was das denn sein soll? Gut, das ist jetzt ja nicht so schlimm. Hier ein schöner Weg so. Ich seh nichts, Spam, 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 falls irgendein Gegner kommt. Oh, Schokolade oder was auch immer es darstellen soll. Okay, ist genug. Was ist? Boah, lauf. Lauf ins Ziel. Lauf ins Ziel. Lauf ins Ziel. Lauf einfach nur noch ins Ziel. Hui! Geschafft auf jeden Fall. Auch, also die Level sind sehr kurz, aber teilweise anspruchsvoll. Das ist so ein. Das ist ein Misch, der gefällt mir. Das ist gut. Also, wir spielen das Ganze auf dem Emulator. Wenn ihr es selber spielen wollt, holt es euch auf dem 3DS oder mit dem Citra Emulator, wie das Ganze funktioniert, könnt ihr im Internet nachlesen. Ich werde das jetzt nicht direkt erklären. Wir machen noch das Level, dann haben wir die Welt fertig. Und dann können wir gleich in die nächste Welt reinstarten. Let's go! Wow. Was ist das denn? Wow. Hauptsache, ich habe die Starcoin. Yo. Vor allem in einem 3D-Effekt sieht das bestimmt gut aus, aber. Also vor allen Dingen in der Grafik im 3D-Effekt sieht es gut aus. Oder er scoutet einen sogar. Okay. Okay, gibt's wieder einen Tod zu begutachten, bestimmt. Kein Toad in dem Level, aber man kann ja mal. Da ist eine, aber wo ist die andere? Mir fehlt nämlich noch eine. Oh, vielleicht hier irgendwo. Oh, das explodiert! Das ist eine Bombe! Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass es explodiert. Wahnsinn, gell? Vorausschauen, denke ich doch. Ah! Hier ist die Starcoin. Nummer 2 von 3. Jo! Lauf! Okay, hier oben ist die letzte. Wo ist die letzte Starcoin? Hallo? Starcoin? Was? Oh. Wir haben sogar Movement im Boden drin. Sehr schön. Aber die Star. Wo ist denn die Starcoin, hä? Was? Ich war doch drauf! Betrug! Nein! Hallo! Hallo! Ah! Wow! Hä, aber wo ist die Starcoin? Wo ist die Starcoin? Wo ist die letzte Starcoin?
Bitte sei noch da, bitte sei noch irgendwo hier. Oder, ja, ja, die Kamera, die sagt schon so, ja, ja, hier gibt's gratis Pizza, K-Storm. Hier hinten. Ich habe jetzt wieder mit einem One-Up gerechnet, aber gut. Yes, 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 yes. Wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Ich pausiere das Ganze jetzt. Das war's mit dem Video. Bis dann, Leute. Ciao.